So, willkommen zu Kosten- und Leistungsrechnung, Aufgabe 30. Und schauen wir uns die Aufgabe mal an. Also Aufgabe 30, ich glaube, wir sind jetzt 36 oder so. Aufgabe 30. Okay, der Reifenhersteller Spirelli hat in der ablaufenden Rechnungsperiode 1000 Radialreifen, 2500 Textil- und 3000 Stahlgürtelreifen produziert. Für die Produktion sind folgende Einzelkosten pro Stück angefallen: Radial, Textil, Stahl. Aufgrund mehrperiodischer Erfahrung kalkuliert die Unternehmen die Materialgemeinkosten in Höhe von 52% auf die Materialeinzelkosten, die Fertigungsgemeinkosten in Höhe von 63% auf die Fertigungseinzelkosten. Der Zuschlagsatz zur Ermittlung der Verwaltungskosten und Vertriebskosten beträgt sowie 13 sowie 10% und ist auf die Herstellungskosten bezogen. Gut. A. Zu welchen Selbstkosten pro Stück hat die Unternehmen der Reifen vorkalkuliert? Gut, da das Ganze ja auf Stück ist und wir haben hier Zuschlagsätze mit der Vollkalkulation, ist das hier erstmal nicht von Belang für uns, sondern wir wollen ja eh die Einzelkosten und da können wir das Ganze ja super aufeinander machen. Wir haben ja hier nur Materialeinzelkosten und Fertigungseinzelkosten und die können wir dann dreiteilen. Okay. Dann fangen wir mal damit an. Und dort haben wir die Sorten, also Sorte. Und damit haben wir Radial, Textil. Ich schreibe einfach mal Texten und Stahl. Und dort haben wir jetzt Material, Einzelkosten der jeweiligen Untersachen. Da haben wir 25, 26 und 30 zu stehen. Gut. Die Herstellung, nochmal kurz als Erinnerung, die Herstellungskosten bestehen aus den Materialkosten und den Fertigungskosten. Und die Materialkosten untergliedern sich wiederum in Materialeinzelkosten, die wir hier haben, die Materialgemeinkosten und das war's. Dann haben wir bei der Fertigung Fertigungslöhne, also die Fertigungseinzelkosten, wenn man so möchte, und die Fertigungsgemeinkosten. Manchmal kommt bei den Fertigungskosten noch Sondereinzelkosten dazu, zum Beispiel eine bestimmte Form für nur ein Produkt, wenn man etwas gießt und dort für eine Form halt braucht, zum Beispiel Schokoladenweihnachtsmänner, und diese Form kann man nur für so und so viele Stück machen, dann zählt sowas als Sondereinzelkosten, weil das Ganze speziell für diesen Produktionsprozess gefertigt wurde. Ob das jetzt nur eine aktivierte Eigenleistung ist oder ob man diese Formen irgendwoher kauft, die haben halt jeweils noch mit reinzurechnen werden, das haben wir aber nicht der Fall. Also, in unserer Aufgabe hatten wir jetzt einen Zuschlagsatz auf die Materialeinzelkosten, also Zuschlag auf MA, Zuschlag MA, und das sind für die Gemeinkosten. Dort hatten wir gesagt von 52%, also 52%. Also wenn wir auf 25 mal 0,52 nehmen, kommen wir auf 13. Hier kommen wir auf 13,52 und hier hinten auf 15,6. Okay. Dann haben wir Fertigung. Also da haben wir Fertigungslöhne. Ich nenne das meistens auch Fertigungseinzelkosten, aber hier haben wir Fertigungslöhne zum Beispiel. Dort haben wir noch 23, die dazukommen. Dann haben wir 40
und 27. Und dann haben wir einen Gemeinkostenzuschlag bei den Fertigungslöhnen. Also ich schreibe jetzt einfach nur GMK-Zuschlag hin von, da haben wir 63%. Und jetzt diese 23 mal 0,63 gerechnet, kommen wir auf hier auf 14,49. Hier auf 25,2 und hier hinten auf 17,01. Gut, die ganzen jetzt aufaddiert und die Summe davon kriegen wir unsere Herstellungskosten und da kommen wir auf Herstellungskosten von 75,49 €. Dann haben wir 25,2 hier und 104,72. Und hier hinten auf 89,61. Jetzt haben wir Zuschlag noch von Verwaltung. Und ja, da haben wir halt nochmal zwei Zuschläge auf die Herstellungskosten. Der erste Zuschlag, ich will jetzt mal hier ein bisschen kennzeichnen, dass das halt beides auf die Herstellungskosten ist, ist Verwaltung, VRW, Verwaltung, und dort haben wir einen Zuschlag von 13% auf die Herstellungskosten, also 75,49 mal 0,13, und dort kommen wir auf 9,81837. Dann haben wir hier 13,6136 und hier hinten haben wir 11,6493. Dann des Weiteren auf die Herstellungskosten haben wir halt jetzt noch Vertrieb. Und dort haben wir 10%. Also 75,49 mal 0,1. Da kommen wir auf 7,549. Hier hinten kommen wir auf 10,472 und hier kommen wir auf 8,961 und von den Herstellungskosten, jetzt das Ganze halt aufaddiert, kommen wir auf die Selbstkosten, Kosten je Stück. Weil das Ganze, die ganzen Preise bezogen sich ja eh auf Stück. Und dort kommen wir jetzt auf 92, also gerundet 92,85. Dann auf 128,81. Und auf 110,22. Gut, das wäre soweit geschafft. Falls ihr dazu noch irgendwelche Fragen haben solltet, könnt ihr mir die gerne stellen. Ansonsten würde ich sagen, war's das zu der Aufgabe. Und ich werde mir jetzt ein Bier gönnen. Schließlich haben wir schon um 0 Uhr. Okay, bis dann.